Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Janika Gellinek und heiße Sie ganz herzlich hier heute Abend im Literaturhaus Berlin willkommen. Ich hätte es mir jetzt ganz einfach machen können für die Einführung. Es gibt so fantastische Rezensionen zu dem Buch, was wir heute Abend hier vorstellen wollen. Da können Sie einfach mal ganz einfach auf die Seite vom Gogolz Verlag gehen, wo es erschienen ist, und sich diese Hymnen von Taz bis Süddeutsche und Ticket und Berliner Zeitung und was Sie noch alle geschrieben haben, anschauen. Der Gogolz Verlag ist auch das schöne kleine Verlagshaus, dessen Programm ich immer intensiv studiere und auch deswegen auf diesen Titel gestoßen bin und dachte, ach spannend, Schklowski, und dann kam so eine ganz dunkle Erinnerung aus meinem literaturwissenschaftlichen Studium hoch, und bevor ich rekonstruiert hatte, was er mit dem russischen Formalismus und so weiter auf sich hat, dachte ich, ich lese jetzt mal lieber schnell den Roman und war begeistert. Und ihr könnt mir vorstellen, der eine oder die andere hier hat es vielleicht auch schon gelesen, ist ebenso begeistert. Und dann dachte ich, ja gut, Begeisterung allein hilft nicht. Wie stellt man denn jetzt 2022 mit dieser Begeisterung einen russischen Roman von 1923 vor? Ist vielleicht jetzt nicht so einfach, ist jetzt vielleicht gerade nicht so die Zeit. Und dann, oh Wunder, war es eine der Veranstaltungen in unserem diesjährigen, in dem Programm, in dem August-September-Programm mit dem hochkarätigsten Podium, das am schnellsten, die Veranstaltung ist am schnellsten zustande gekommen. Alle haben gesagt, oh ja, das ist ja eine tolle Idee. Ich war total glücklich. Sie sehen jetzt die Pressebegeisterung, Zitat heute im Tagesspiegel-Ticket, unübertrieben eines der besten der Saison, dieses Buch. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass der Schriftsteller Marcel Bayer, der das Nachwort beigesteuert hat, die Übersetzerin Olga Radetzkaja und die Moderatorin heute Abend, Hanna Engelmeier, Literaturwissenschaftlerin, bei uns sind. Und ganz besonders freue ich mich, dass Sie da sind. Sie haben sich jetzt allesamt als literarische Gourmets schon qualifiziert. Und falls Sie aus irgendwelchen Gründen vorher gehen sollten, dann gehen Sie unbedingt am Bücherstand vorbei und kaufen auch noch ein Buch oder drei oder fünf. Weihnachten ist ja nicht mehr so lange hin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Viel Vergnügen. Ja, vielen Dank, liebe Janika, für die tolle Einführung. Ich habe auch schon in den letzten Wochen andauernd aufgeregt mit den Füßchen getrappelt aus lauter Vorfreude auf diese Veranstaltung mit diesem fantastischen Buch und diesem großartigen Podium. Das ist Ihnen jetzt schon vorgestellt worden. Ich würde jetzt ganz kurz ein wenig was zu Schklowski sagen, das Buch ganz knapp einführen, und dann sind wir auch schon mittendrin. Wir werden aus dem Buch lesen, also beziehungsweise werden Olga Radetzkaja und Marcel Bayer aus dem Buch lesen. Wir werden aber vor allem auch viele Gesprächsanteile haben, weil das also ein Buch ist, das definitiv Gesprächsbedarf erzeugt. Ja, also Viktor Borisowitsch Schklowski lebte von 1893 bis 1984, was mir vorher auch gar nicht so bekannt war, dass es doch ein langes Leben war, das für ihn mit einer Ausbildung in Altphilologie in St. Petersburg begann. Dann ist Schklowski ein Autor gewesen, der viele Berufe eigentlich gehabt hat und auch viele Berufungen, von denen die Politik auch ein Feld gewesen ist. Er war also in der Februarrevolution von 1917 im Lager der Zarengegner aktiv, hat später dennoch eine Professur für Kunstgeschichte in Petersburg versehen, obwohl er also eben eigentlich in Philologie ausgebildet war. Sein Interesse für Bildlichkeit und Bilder kann man an vielen Stellen auch seines theoretischen Werks entnehmen. Er hat also auch zu Filmen geschrieben, unter anderem zu Eisenstein, der hier vielleicht auch einigen ein Begriff ist. Gleichzeitig ist Schklowski, genauso wie auch sein Bruder Wladimir, den er auf tragische Weise verloren hat, immer wieder in Konflikt mit Obrigkeiten geraten und hatte also vor allem ab den 20er Jahren Gründe dafür, aus Russland zu fliehen. Diese Flucht über Finnland nach Berlin ist Gegenstand eines weiteren Buches, das Sentimentale Reise heißt und ebenfalls von
Olga Radeska ja übersetzt worden ist und 2017 in der anderen Bibliothek erschien. Und das ist also definitiv der Text von Schklowski, den ich mir als nächstes vornehmen werde. Ich kann darüber also hier nur dilettieren, aber du kannst uns sicherlich mehr dazu sagen. Ab den 30er Jahren lebte Schklowski wieder in Russland und schaffte es also im Gegensatz zu vielen seiner anderen KollegInnen und im Gegensatz zu vielen anderen Autoren den Terror der Stalinzeit zu überleben, allerdings nicht zuletzt auch durch politische Entscheidungen, die man heutzutage wahrscheinlich leicht aburteilen kann, die aber vermutlich unter extremen Druck und existenzieller Not getroffen worden ist, hat sich also beispielsweise auch immer wieder von Kollegen distanziert, die sich ihrerseits kritisch gegen den Sowjetstaat wandten. Ab den 1950er Jahren ist er aber weiterhin als Wissenschaftler vor allem bekannt gewesen und tätig gewesen, dann also nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland bekannt geworden und auch natürlich in allen anderen Ländern, in denen man sich grundsätzlich mit Literatur auseinandersetzt. Schklowski scheint mir vor allem ein Autor zu sein, der auslöst, dass man sich an den Erstkontakt erinnert mit ihm. Und dieser Erstkontakt wird dann meiner Erfahrung nach, also auch mit dem Nachwort von Olga Radetzkaja und auch dem Essay von Marcel Bayer, als einer beschrieben, der eine ganz einschneidende Erfahrung ist und manchmal sogar zu einer Wende im Denken führt. Und das kann ich zumindest auch bestätigen. Ich habe zum ersten Mal von Schklowski tatsächlich über einen Studenten von mir gehört, der mir also mit leuchtenden Augen die Kunst als Verfahren quasi nachgebetet hat. Und das Nachbeten sage ich jetzt nicht durch Zufall, denn dann habe ich mir diese Sammlung russischer Formalismus gekauft, die vielleicht auch einige noch aus der UB kennen. Das habe ich mir gebraucht gekauft es hat jemand vorne mit Bleistift reingeschrieben, das muss ihre Bibel sein. wenn wir jetzt Bibelstechen hiermit machen wollen, ich fühle mich firm. Nein, aber also vielleicht einfach nur um zu zeigen, also diese Erfahrung, dass man tatsächlich den Eindruck hat, ich habe das Licht gesehen, nachdem ich jetzt diese Erläuterungen gelesen habe, wie zum Beispiel in die Kunst als Verfahren, der vielleicht berühmteste Essay von Schklowski, das kann ich also definitiv teilen. Die Kunst als Verfahren hat also zwei Hauptbegriffe, nämlich einmal Entautomatisierung der Wahrnehmung und Verfremdung. Und das brauchen wir jetzt hier überhaupt nicht aufdröseln, das ist ja auch kein Seminar, sondern eine Buchvorstellung. Ich möchte aber trotzdem diese Stichwörter nennen, weil mit diesem Verfahren der Verfremdung und vor allem auch der Idee, dass Kunst ermöglicht, dass man die Wahrnehmung entautomatisiert und zu sehen lernt, anstatt immer nur Bekanntes wiederzuerkennen, ist also eine Erfahrung, die man in der Lektüre von Zoo meiner Meinung nach auch ganz unbedingt machen kann. Zoo ist also jenes Buch, das Schklowski als Ergebnis seiner Berliner Emigration schrieb und das also schon auch in dem komplizierten Untertitel, nämlich Briefe nicht über Liebe oder die dritte Eloise, also eine ironische Anspielung verbrät sozusagen, und zwar auf Rousseaus Briefroman Julie oder die neue Eloise von 1761. Und damit ist eigentlich schon ein weiteres Grundprinzip von Schklowski aufgenommen, der in einem anderen hervorragenden Aufsatz über Sujetfügung schreibt: Eine neue Form entsteht nicht, um einen neuen Inhalt auszudrücken, sondern um eine alte Form abzulösen, die ihren Charakter als künstlerische Form bereits verloren hat. Und genau diese Form des Aufgreifens und Ablösen findet eben in diesem Briefroman von Schklowski auch statt. In Rousseaus Roman ist es so, dass die Hauptfiguren Julie und Saint-Preux gar nicht aufhören können, sich ihre Gefühle füreinander immer stärker zu schildern. Und es ist also auch so war, dass Leser Rousseau geschrieben haben und mehr Infos haben, weil sie geglaubt haben, das müssen doch echte Menschen sein. Und genau bei Schklowski ist das sozusagen das Gegenteil, denn es geht darum, ein total aufgewühltes Inneres und eine enttäuschte Liebe dadurch in Form zu bringen,
dass man die Außenwelt, die dieses Innen umgibt, in all ihren bizarren Erscheinungen darstellt und eben auch verfremdet, weil man selber der Heimat, also Russland, entfremdet ist. So wie das also einem russischen Immigranten von knapp 30 in Berlin in den 20er Jahren ging. Er sucht voller Sehnsucht, also immer eine Heimat in der Liebe und auch so sucht seine Sehnsucht nach Russland und beides findet er immer nur als Leerstelle und als Entzug. Schlowski hat sich dabei eigentlich nichts ausgedacht, trotzdem haben wir es hier mit Fiktion zu tun und die Antworten seiner Briefe an Alia, die wir gleich auch hören werden, sind dem Buch auch beigegeben. Bei Alia handelt es sich eigentlich um Elsa Triolet, ist also eine auch erfolgreiche Autorin gewesen, auch hervorragende Autorin gewesen, die erste Empfängerin des Prix Goncourt. Dieser Briefroman ist angeblich innerhalb einer einzigen Woche diktiert worden. Das werden wir gleich nochmal kritisch evaluieren, ob das wohl sein kann. Und ich glaube, man kann das Buch wirklich an jeder beliebigen Stelle aufschlagen und wird ein Bonmot finden oder eine ganze Literaturgeschichte oder einfach einen Satz, der einem vor lauter Schönheit den Stecker zieht, also mir zumindest. Und das Ganze ist natürlich bei mir also zu aus so einer Euphorie geraten, weil ich es auf Deutsch lesen konnte. Ich spreche kein Russisch und das ist das Deutsch eben von Olga Radetzka, ja, die also dem russischen Text seine Schönheit abgehorcht und eben ihn ihr Deutsch gebracht hat. Es mischen sich dabei eben Feuilletons, theoretische Betrachtung, Erzählung, Anekdote und vieles mehr. Ich komme jetzt auch hier mal zum Ende, aber um kurz zu sagen, worum es geht, würde ich Ihnen gerne die Zusammenfassung, die Schlowski selbst von seinem Buch gegeben hat, vorlesen. Die ist ganz kurz, wie auch das Buch erfreulich kurz ist. Also, er schreibt Seite 118, hier der Aufriss meines Buchs. Ein Mann schreibt Briefe an eine Frau. Sie verbietet ihm, über die Liebe zu schreiben. Er findet sich damit ab und fängt an, ihr von der russischen Literatur zu erzählen. Das ist seine Art, ein Faunrad zu schlagen. Doch da bekommt er, hinter den Kulissen, Konkurrenz. Der Rivalen sind zwei. Eins, ein Engländer. Zwei, jemand mit Ringen in den Ohren. Seine Briefe werden gelb vor Wut. Ein Mensch mit russischen Umgangsformen ist in Europa so lächerlich wie ein zottiger Hund in den Tropen. In der Frau materialisiert sich der Irrtum. Der Irrtum wird realisiert. Die Frau schlägt zu. Der Schmerz ist real. Ja, ich finde es eine großartige Zusammenfassung von Beziehungen, die mitten aus dem Leben gegriffen sind. Und freue mich, dass ich jetzt eben heute mit zwei außerordentlichen Schlowski-Experten über Zoo sprechen kann. Sie sind Ihnen gerade schon vorgestellt worden und ich überlasse Ihnen jetzt auch weitestgehend das Podium, würde aber zunächst jetzt erstmal fragen, um ins Gespräch zu kommen, habt ihr einen Lieblingsbrief aus diesem Buch? Also, mir hat es jetzt Brief Nummer 22 extrem angetan, ich weiß nicht. 22 anschauen. Warum? Weil der Brief Nummer 22 tatsächlich eine ganz grundsätzliche Erklärung darüber ist, wie Literatur und Kunst funktioniert. Und das ist ungefähr so kurz wie die Zusammenfassung des Buches und für mich aber nicht weniger überzeugend. Und da ich es schwierig finde, mir selbst darüber Gedanken zu machen... Finde ich gut, wenn man zitieren kann. Also sehr interessant. Ich hab natürlich lauter Lieblingsbriefe in dem Buch, aber ich würde den 14. auswählen. Der 14. Mhm. Brief ist nicht an die Geliebte, sondern an die Freunde gerichtet, die in Russland zurückgeblieben sind und nach denen er sich wahnsinnig sehnt. Der Brief handelt davon, dass es auch nach Einsteins Entdeckung schwierig bleibt, zu leben, ohne Zeit und Raum einzunehmen, steht hier außerdem in der Einleitung. Ja, ja, kleiner hat er es an der Stelle nicht. Ja. Kannst du einen Lieblingsbrief? Ich mache immer, unten sind diese Zettelchen drin, die sind genau in diesen beiden Briefen. Ach, 22 ja. und 14? Ja, also ich weiß halt die Nummern immer nicht, deswegen habe ich jetzt nachgeschaut. Ja.
der Brief an die Freunde, irgendwie, man bekommt halt dadurch nochmal so einen unmittelbaren Eindruck, was Exil bedeutet, weil dahin geht man eben allein. Mhm. Und sein ganzes soziales Umfeld bleibt zurück. Und dieses soziale Umfeld splittert sich dann ja auch auf. Also Roman Jakobson ist dann in Prag und Schklowski besucht ihn dann noch. Aber man merkt doch, dass über die Jahre hinweg, also je länger man sich nicht sieht, desto mehr entfernt man sich auch voneinander. Mhm. Das ist, wo sowas auftaucht. Es gibt auch sonst noch in anderen Büchern so Briefe oder Bemerkungen von ihm. Das ist sowas, hat sowas ganz Schmerzliches. Wenn man, das ist nicht nur, dass die in der Jugend eng waren und später gehen die Lebenswege auseinander. Das ist wirklich dieses, sie können nicht mehr zusammensitzen. Ja, genau. Und das ist ja die Existenzform von Schklowski, wirklich dieses Zusammensitzen und miteinander reden. Das ist auch die, so entsteht seine Theorie und so entsteht überhaupt sein ganzes Denken im Grunde. Deswegen ist es auch so wichtig. Ja. Und die Liebe, um die es in dem Buch geht, ist, würde ich immer sagen, nicht nur eine zu der Frau, in die er da verliebt war, sondern ist auch zu diesen Freunden und zu dem, was er da verloren hat. Ja, das überzeugt mich auch direkt total. Und es ist ja sozusagen, also das ganze Buch wimmelt von Namen und von Personen und gleichzeitig geht es aber immer darum, dass die nicht da ist. Also alle Leute, die da sind, sind in Abwesenheit nur präsent. Und es ist einerseits voller Komik, werden wir gleich auch nochmal hören, und gleichzeitig ist es aber tief traurig, ne? Also weil immer ganz klar ist, ich kann euch nicht haben. Also an der Stelle, wo er auch sagt, ja, ich sitze hier und warte, dass das Telefon klingelt. Also etwas, was man seit Teenager-Tagen als Schmerz kennt. Wenn man sagen kann, nein, sie ruft nicht an. Sonst wird nicht passieren. Ja, aber vielleicht gehen wir damit direkt dann nochmal in den Text rein und hören uns das. Ich möchte noch schnell was sagen zu 22, zum 22. Brief. Also da gerät er in ein Varieté, er schildert das auch, das ist alles so ärmlich und traurig und grotesk eigentlich. Und dann kommt ein Satz, den ich ganz, ganz toll finde, das war so ein Yay. Das ist 22 oder 23 geschrieben. Ja. Das Lebendigste in der heutigen Kunst sind die Aufsatzsammlung und das Varieté-Theater. Und dann erklärt er das noch so ein bisschen weiter. Und da ich mich fürs nicht-fiktionale Erzählen so sehr interessiere seit vielen Jahren, habe ich da gesagt, ja Mann, irgendwie, wann immer ich Schklowski lese in den letzten 30 Jahren, der macht mir eigentlich Mut beim Arbeiten. So ist das. Und das aber aus einer fernen Vergangenheit und aus ganz anderen Zusammenhängen her. Das Lebendigste in der heutigen Literatur ist die Aufsatzsammlung. Super. Und das Varieté-Theater. Ja, aber dass er das auch so zusammenbringt, also ist ja einfach das Tolle. Toll. Ja. Es gibt auch Leute, die lesen tagsüber Literatur und abends gehen sie dann, um sich zu entspannen, ins Varieté. Und das hat für sie nichts miteinander zu tun. Und er, bam, zieht das zusammen. Ja, stimmt. Das sagt natürlich auch was über seine Vorstellung von der Aufsatzsammlung aus, dass er sie mit dem Varieté-Theater vergleichen kann. Also, dass die Theorie auch unterhaltend ist, auf eine Weise. Ja, oder als Garderobiere arbeitet oder so, er schildert das ja alles. Ja, jetzt lesen wir mal ein bisschen, oder? Ja, ich würde auch sagen, damit los geht's. Wir nicht nur über das Buch sprechen, sondern Sie auch, wenn Sie es nicht sowieso alle schon kennen, wovon ich jetzt aber mal nicht ausgehe. Sprechen jetzt einfach alle mit. Also wir lesen ein bisschen vom Anfang. Erster Brief. Geschrieben von einer Frau in Berlin an ihre Schwester in Moskau. Die Schwester ist sehr schön. Sie hat leuchtende Augen. Der Brief dient als Einleitung. Hören Sie seine ruhige Stimme. 3. Februar. In der neuen Wohnung habe ich mich eingelebt. Ich habe den Verdacht, meine Zimmerwirtin ist ein ehemaliges leichtes Mädchen. Dementsprechend ist ihr Charakter weder bösartig noch kleinlich. Gesprochen wird in meiner Gegend ausschließlich Deutsch. Und egal woher man kommt, muss man erst unter 12 eisernen Brücken hindurch. An so einen Ort fährt man nicht ohne Not. Keine Bekannten vom Kurfürstendamm mehr, die auf dem Weg vorbeischauen. Meine Gefolgschaft ist unverändert.
Alle halten die Stellung. Nummer 3, du erinnerst dich, lässt sich endgültig nicht mehr abschütteln. Ich betrachte ihn als meinen höchsten Orden, auch wenn ich weiß, wie leicht er sich verliebt. Er schreibt mir jeden Tag 1 oder 2 Briefe, bringt sie selber vorbei, setzt sich brav neben mich und wartet, bis ich sie gelesen habe. Nummer 1 schickt immer noch Blumen, wird aber zunehmend trübsinnig. Nummer 2, dem du mich leichtsinnigerweise anvertraut hast, besteht weiterhin darauf, dass er mich liebt. Im Gegenzug verlangt er, dass ich mit jeder Unannehmlichkeit zu ihm komme. Ein raffinierter Bursche. Die Taxigebühren steigen gerade auf das 5000-fache. Trotz des bequemen Lebens hier vermisse ich London. Das Alleinsein, den geregelten Alltag, die Arbeit von früh bis spät, das tägliche Bad und das Tanzen mit wohlgestalteten Jünglingen. Hier bin ich das nicht mehr gewöhnt. Es gibt auch zu viel Unglück um einen herum. Man kann es nicht mal für eine Minute vergessen. Schreib mir bald, was es bei dir gibt. Ich küsse dich, meine Süße und Schönste. Danke noch einmal, dass du so liebevoll an mich denkst. Alia. 2. Brief. Über Liebe, Eifersucht, das Telefon und die Stadien der Liebe. Er endet mit einer Bemerkung über den Gang der Russen. 4. Februar. Liebe Alia, seit 2 Tagen schon sehe ich dich nicht. Ich rufe an, das Telefon fiebt. Ich höre, ich bin jemandem auf den Fuß getreten. Ich erreiche dich. Du bist beschäftigt, Tag und Nacht. Ich schreibe noch einmal. Ich liebe dich sehr. Du bist die Stadt, in der ich wohne. Du bist der Name des Monats und des Tages. Ich schwimme salzig und tränenschwer. Ich tauche kaum mehr auf. Vermutlich gehe ich bald ganz unter, aber auch unter Wasser, wo kein Telefon klingelt und kein Gerücht hindringt, wo man dich nicht treffen kann, werde ich dich lieben. Ich liebe dich, Alia, und du lässt mich auf dem Trittbrett deines Lebens hängen. Erst zog es mich zu dir, wie der Eisenbahnschlaf den Kopf eines Passagiers auf die Schulter des Nachbarn zieht. Dann konnte ich den Blick nicht mehr von dir wenden. Ich kenne deinen Mund, deine Lippen. Der Gedanke an dich ist die Spule, um die ich mein ganzes Leben gewickelt habe. Ich bin sicher, dass du mir keine Fremde bist. Komm schon, schenk mir einen Blick. Ich habe dir Angst gemacht mit meiner Liebe. Am Anfang, als ich noch fröhlich war, habe ich dir besser gefallen. Das kommt von Russland, meine Liebe. Unser Eins hat einen schweren Gang. Aber in Russland war ich stark. Erst hier habe ich angefangen zu weinen. 3. Brief, Alias 2. Darin bittet sie, ihr nichts von Liebe zu schreiben. Es ist ein müder Brief. 5. Februar. Herzblatt, mein Guter, schreib mir nichts von Liebe. Bitte nicht. Ich bin sehr müde. Mir hängt die Kruppe durch, das hast du selber gesagt. Uns 2 trennt die Lebensart. Ich liebe dich nicht und das wird auch so bleiben. Ich fürchte deine Liebe. Irgendwann wirst du mich noch dafür beschimpfen, dass du mich jetzt so liebst. Stöhne nicht so furchtbar. Du bist mir ja trotzdem nahe. Ich brauche dich, weil du weißt, wie man mich aus mir herauslockt. Aber schreib mir nicht von deiner Liebe. Mach keine wilden Szenen am Telefon, werd nicht rabiat. Du bringst es fertig, mir den ganzen Tag zu verderben. Ich brauche meine Freiheit. Mir soll niemand auch nur Fragen stellen dürfen. Du dagegen forderst meine komplette Zeit. Du musst leicht sein, sonst wird es nichts mit der Liebe. Stattdessen wirst du von Tag zu Tag trauriger. Du gehörst in ein Sanatorium, mein Lieber. Ich schreibe im Bett, weil ich gestern tanzen war. Gleich steige ich in die Badewanne. Vielleicht sehen wir uns heute. Alia. Das Vorwort des Autors datiert auf den 5. März 1923. Dieses Buch entstand wie folgt. Ursprünglich hatte ich eine Reihe von Skizzen über das russische Berlin geplant. Dann fand ich es reizvoll, diese Skizzen durch ein gemeinsames Thema zu verbinden. Ich entschied mich für die Menagerie, Zoo. Damit war der Titel des Buches geboren, aber er verband die einzelnen Stücke noch nicht. Mir kam die Idee, eine Art Briefroman daraus zu machen. Ein Briefroman muss irgendwie motiviert sein. Es braucht einen Grund, warum die Figuren korrespondieren.
Für gewöhnlich ist der Grund Liebe und etwas oder jemand, der die Liebenden trennt. Ich habe einen Sonderfall dieser Motivierung verwendet. Die Briefe schreibt ein Liebender an eine Frau, die für ihn keine Zeit hat. Damit wurde ein weiteres Handlungselement notwendig. Da der Stoff des Buchs im Wesentlichen nichts mit Liebe zu tun hat, habe ich ein Verbot eingeführt, von Liebe zu schreiben. Das Ergebnis war, was im Untertitel steht: Briefe nicht über Liebe. Ab da schrieb sich das Buch von selbst. Es verlangte nach einer Klammer, um seinen Stoff zusammenzuhalten, genauer den lyrisch-amorösen und den deskriptiven Strang. Ich gehorchte dem Schicksal und meinem Stoff und verknüpfte sie auf dem Weg des Vergleichs. So wurden alle Beschreibungen zu Metaphern für Liebe. In erotischen Texten ist das ein gängiges Verfahren. Sie negieren die Realreihe und etablieren die metaphorische. Ja, wunderbar. Also ich glaube, man hat jetzt hier schon ganz gut gesehen, was also alles in diesem Text drin ist. Also zuletzt nochmal, also die ständige Reflexion von Shklovsky auf sein eigenes Verfahren. Da könnte man ja auch mal fragen, stimmt das eigentlich immer oder will er einen da vielleicht auch auf die, auf die falsche Fährte locken? Also vor allem mit der Rede davon, dass es also alles metaphorisch sei. Das scheint dann ja in Konflikt zu stehen mit den Teilen, wo er so sehr konkret über seine Gefühle eigentlich doch dann irgendwie redet, also du bist die Spule, um die sich mein Leben wickelt und so weiter und so fort. Was mich jetzt vielleicht erstmal interessieren würde, wie es euch beim Lesen oder auch bei der Arbeit damit gegangen ist, sind diese Kapitelüberschriften, die ja eigentlich so kleine Vignetten sind. Ich habe mich dann immer gefragt, wo steht das denn da hier in dem Text eigentlich? Und meistens musste ich es noch ein zweites Mal lesen, um jetzt den eigentlichen Punkt zu finden. Also zum Beispiel, wenn man nur die erste Überschrift nimmt, ich lese sie noch mal kurz vor. Erster Brief, geschrieben von einer Frau in Berlin an ihre Schwester in Moskau. Die Schwester ist sehr schön, sie hat leuchtende Augen. Der Brief dient als Einleitung. Also oft wird dann auch die Funktion davon noch mal markiert. Also was soll das hier eigentlich? Hören Sie seine ruhige Stimme. Und dieser Ausruf, das ist ja auch mit Rufzeichen, hören Sie seine ruhige Stimme, finde ich wunderschön. Aber steht das da eigentlich? Oder was ist das? Das ist die ruhige Stimme des Briefes und das ist die ruhige Stimme der Verfasserin des Briefes, auf die sich das bezieht. Also, und sie ist ja in gewisser Weise, ich finde schon, dass sie sehr gelassen wirkt auf eine Art. Ja. Ne? Also diese... Taxigebühren steigen gerade auf das 5000-fache. Wir befinden uns am Übergang von der Inflation zur Hyperinflation in Deutschland. Und dann trotz des bequemen Lebens hier vermisse ich London. Also das braucht schon eine gewisse Robustheit, aufs 5000-fache steigende Taxigebühren als bequemes Leben zu bezeichnen. Ne? Ja, sie sagt es auch an einer anderen Stelle. Es hatte auch irgendwie hohes identifikatorisches Potenzial, wenn ein Brief damit anfängt. Sie hat gesagt, so, ja, sie sitzt jetzt auf dem Sofa, das er so scheußlich findet und ach, wie schön ist es doch, wenn es warm ist und einem nichts wehtut. Und ja, das muss man auch sagen, sind immer so Sparversionen von Glück. Ne? Also das muss irgendwie reichen, wenn man die Heizung anmachen kann. Ne? Heizung anmachen sicher nicht, sondern Ofen heizen wahrscheinlich. Ofen ist auch eine Heizung. Das stimmt, ja. Ja, aber jetzt nochmal zu diesen Einleitungssätzen. Das ist natürlich eine literarische Konvention erstmal. Eigentlich würde man sagen, da wird jetzt ein Herausgeber installiert. Aber ich glaube, dass das noch was anderes ist, dass weil Shklovsky sich in den Briefen so wie nennt man das denn? Angegriffen und angreifbar zeigt, gibt er sich selber eigentlich eine zweite Stimme, die so souverän darüber spricht. Also jetzt im folgenden Brief werden Sie lesen, wie ich schreibe, wenn ich außer mir bin oder so. Und dann ist das so super sortiert, aber eben nur der Form nach. Weil mir ging das nämlich auch immer so,
Was taucht eigentlich aus der Vorrede, was taucht davon eigentlich tatsächlich im Brief auf? Oder manchmal, also wie jetzt eben bei dem Brief, dann gibt es eine Anmerkung über den schweren Gang der Russen. Ja, der Erklärungssatz ist fast länger als dann der Satz im Brief selber. Und dann setzt er so Markierungen so, ja, das ist das eigentlich Wichtige. Also das ist auch schon wieder selbst so ein Spiel. So, und das ist aber immer in den Texten von Schklowski so, dass der Text selber auch schon wieder so Spiel betreibt. Und das finde ich das Tolle, wenn das nicht in dem Vorspruch gestanden hätte, dass es eine Bemerkung gibt am Ende über den Gang der Russen oder später kommen wir noch, dass der Affe, für den Affen erscheint nicht mal eine Zeitung oder sowas. Dann weist er uns auf, aha, das wird zwar gar nicht ausgeführt, aber das scheint offenbar das Wichtigste zu sein an dem ganzen Brief. Und so eine Verschiebung führen dann dazu, dass ich natürlich bei allen anderen Nebensächlichkeiten ebenso super aufmerksam bin und das eigentlich so im Kopf anfängt, welche Beziehungen ergeben sich zu anderen Briefen, zu anderen Aussagen und so weiter. Da wird wirklich ein Netz geflochten. Und das ist ihm bewusst, also das ist ein hochreflektierter Autor, aber das Tolle ist, er kann sich diesem ernsthaften Spiel des Schreibens immer auch komplett hingeben. Der ist ja nicht distanziert dabei, der ist einfach nur unheimlich klug, der Mann. Ja, es ist im Prinzip, würde ich auch sagen, es ist eben eine Aufspaltung seiner Rolle als Erzähler und dann auch dann eben seine Rolle als Theoretiker, also wie eben bei dem 22. Brief, auch sehr lustig in der Titelüberschrift, dass er sagt, sein Inhalt ist offensichtlich aus einem anderen Buch desselben Autors entlaufen. Ich sich auch so quasi so, ja, sorry, ich musste das jetzt aber hier noch unterbringen. Und quasi von der theoretischen Seite her hatte ich mich auch gefragt, ob das irgendwie so eine Form des, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, des Skats ist, was wir für den russischen Formalismus, Skats, ist, was für den russischen Formalismus so wichtig ist und speziell bei Eichenbaum, den Schklowski sehr bewundert hat, eine wichtige Rolle spielt, der das für Gogol vor allem gezeigt hat, dass es dabei gar nicht so sehr geht, jetzt um irgendeinen Inhalt zu schaffen, sondern eine komische Wendung zu finden, die wiederum eben was anderes hervorbringt. Und da hatte ich mich gefragt, ob diese Überschriften eben vielleicht diese Art von anders sind. Das kannst du ja sagen. Also ich denke, es ist wirklich immer mehr funktional und ein bisschen überdeterminiert. Also es ist einerseits ist es auch ein Zitat, ein ironisches Zitat aus der Literaturgeschichte, solche kommentierenden, beschreibenden Kapiteleinleitungen. Und gleichzeitig hat es die Funktion, sich zu distanzieren von diesem emotionalen Geschehen. Und es hat die Funktion, auch noch einen theoretischen Gedanken mit einzuflechten und zu verarbeiten. Also alle diese Schichten sind immer gleich wahr. Ja? Also auch die Frage, wie war das denn jetzt eine reale Liebesgeschichte oder war er vielleicht, oder hatte die sich nur ausgedacht, die geht irgendwie ins Leere bei dem Buch, weil es ist immer beides. Mhm. Und das ist das, was eigentlich so Spaß macht daran, dass es immer so schillert. Ja? Ich hatte mich auch gefragt, ob darin vielleicht so dieser hilfreiche oder auch tröstliche Effekt, sagst du ja sogar in deinem Nachwort, liegt, dass also man immer so ein Doppelangebot kriegt, also dass man immer quasi den Affekt hat, der eben tatsächlich sehr viel Anschlussfähiges hat, weil es so ein überzeitliches Thema in dem Fall ja so unglücklich verliebt waren 99% der Leute schon mal. Und gleichzeitig wird aber immer als Anker noch so eine Reflexion angeboten, also womit er ja selber auch es schafft, nicht komplett verloren zu gehen in dieser unglücklichen Liebe. Er hat ja immer noch das sozusagen und so geht es einem selber dann vielleicht in der Lektüre auch. Fragen wollte ich dazu, aber dann also um doch jetzt die Inhalte auch nochmal ernster zu nehmen. Taxipreise steigen um 5000%. Die Leute sind in ihrem kleinen Charlottengrader Exilkreis drin. Was für ein Milieu ist das, was da eigentlich geschildert wird? Also es sind viele andere Leute da, auch die er kennt. Aber wie haben die sich eigentlich auch zum Beispiel kennengelernt? Also sind die in einer Kneipe ineinander gelaufen oder haben die...
beim Obsthändler nach dem gleichen Apfel gegriffen oder was? Was ist da los? Du meinst jetzt, ja, der, ich meine der, das, der Verfasser und seine, ja, seine, ja, Geliebte zum, ja, Beispiel. Also, ja, die kann, die Frage ist jetzt nach dem historischen Kontext. Ja, der historische Kontext ist eben dieses russische Berlin von vor 100 Jahren, dass ich, ja, ich finde das irgendwie irre, dass wir das heute besprechen, weil vor 100 Jahren hat sich das genau in dieser Gegend alles abgespielt eigentlich. Alles, was in diesem Buch an Berliner Ereignissen beschrieben ist, ist genau in diesem Bezirk eigentlich passiert, also hier in Charlottenburg und in Schöneberg, wo zu dem Zeitpunkt tatsächlich irgendwas zwischen 300.000 und 500.000 geflohene oder vorübergehend das Land verlassen habende Leute aus dem sowjetischen Russland sich aufgehalten haben. Das heißt, es war eine unglaubliche Dichte hier. Und gerade sehr viele Autoren, sehr viele Künstler waren in der Zeit in Berlin, sind entweder tatsächlich emigriert oder haben sich zeitweise hier aufgehalten. Es war auch eine hohe Fluktuation, deswegen kann man diese Zahl schwer so richtig angeben. Ja, und die kannten sich aus unterschiedlichen Kontexten. Alia Elsa Triolet, die eigentlich geborene Ella Kagan aus Moskau, kannte Schklowski schon so von seit 1915, 16 oder sowas haben die sich kennengelernt. Das war ein gemeinsamer Freundeskreis. Ihre Schwester war Lilia Brick, die Sie vielleicht kennen, Majakowskis Geliebte zeitweise und verheiratet mit dem auch formalistischen Literaturtheoretiker Ossip Brick. Und in dem Freundeskreis waren eben auch Roman Jakobson und Majakowski, diverse Futuristen und Theoretiker. Das war ein sehr enger Zusammenhang damals auch zwischen der Kunstproduktion und der Theorie. Ja, und das alles spielt sich ab vor einem Hintergrund, der also eigentlich im Zeichen der Katastrophe steht, sowohl in Russland als auch in Berlin. Ja, das merkt man diesen Texten ganz stark an, finde ich, dass bei allem Witz, den die haben, der Hintergrund, also wie du sagst, wenn man schon, das Glück ist, wenn es warm ist und man einen Platz hat überhaupt für sich, die sind alle eigentlich in irgendeiner Weise davon gekommen sozusagen, ja, und haben bei Schklowski selber, der war im Ersten Weltkrieg zuerst Soldat, dann nach der Revolution Militärkommissar, er war im Untergrund, er hat im Bürgerkrieg gekämpft, er ist zweimal verwundet worden, er hat in dem Zeitraum, bevor er nach Berlin gekommen ist, also in dieser Zeit ab 1917 bis 19 sowas, drei seiner Geschwister verloren. Also es ist eigentlich wirklich hart sozusagen, und das, finde ich, merkt man dem Ganzen auch an, dass das alles, dieser Witz balanciert sozusagen immer so ein bisschen am Rand des Abgrunds oder über dem Abgrund. Mhm. Ich ganz lang geredet, ist die Frage beantwortet? unbedingt. Marcel, wolltest du gerade das noch? Ich wollte ganz noch was Kleines nachsagen. Das ist ja nicht das einzige Buch von ihm, was in dem Jahr erschienen ist. Das waren vier Bücher. Also Sentimentale Reise war schon geschrieben, die erschien. Und dann hat er zwei Sammlungen gemacht von Aufsätzen, Essays, Zeitungsartikeln, die er vorher schon veröffentlicht hatte. Also Rösselsprung, was heißt dann so, das seien Theaterkritiken gewesen. Das stimmt schon, da geht es auch um Theater, aber das ist eben auch Buch über Ästhetik anhand von plastischen Einzeldarstellungen eigentlich. Mhm. Und dann auch so ein bisschen so Gemetzel zwischen ihm und anderen Kritikern offenbar, die kein Mensch mehr kennt. Und das andere war Literatur und Film, oder? Mhm. Ein ganz kleiner Band über Literatur und Film, der auch im selben 23 dann erschienen ist. Noch, eben, ja. Also ja. Er schildert das auch, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ist, dass er einfach im Exil, er muss einfach Geld verdienen. Ja, und hier braucht Geld. Gab es einfach einen Verleger, der irgendwie Manuskripte ohne Ende eingekauft hat, also hat er auch Manuskripte produziert oder zusammengestellt. Ja. Also diese ungeheure Produktivität, und dann kommt doch irgendwo, ja, eigentlich kann ich dir jetzt gar keinen Brief schreiben, ich muss
ein Werbefilm für ein Motorrad? Muss ich jetzt noch das Szenario schreiben oder ja, so? Ja, weil er ja in einer Werbeagentur für, so für Motorräder, glaube ich. Das war ein Film, also ein Lizenzbüro oder sowas. Also die haben sowjetische Filme, ja, die Lizenzen. Genau. Ja, aber Werbefilme auch, ja, meine ich. Er hat dafür tatsächlich das Drehbuch geschrieben, ja, für diesen Werbefilm. Mit Film kannte er sich aus und mit Motoren kannte er sich auch aus. Kommt aber auch, beide Punkte, finde ich, kommen an einer Stelle ganz wirklich auch schlagend in dieser Superformulierung zusammen. Denn also erstmal ist diese Hyperproduktivität quasi eben einem existenziellen Grund geschuldet. Mhm. Und gleichzeitig führt die dann ja aber eben auch dazu, dass es kurze Texte sind, nicht? Also auch dieses hier ist ja ein sehr, sehr kurzes Buch und irgendwie in the great scheme of things kann man natürlich auch darüber nachdenken, wie also die Produktion von irgendwie fetten Blauwalbüchern oder eben kleinen, schlanken Wurfgeschossen irgendwie mit solchen Bedingungen auch zusammenhängt. Das wäre der eine Punkt. Und er sagt aber auch an einer Stelle was dazu, das ist im Moment, das ist der 9. Brief, da sagt er, auch in der Kunst läuft die Methode allein herum. Ein Mensch, der in einem großen Text schreibt, sitzt sozusagen am Steuer eines 300 PS Auto, das ihn wie von selbst gegen die Wand fährt. Das haut dich kaputt, sagen die Chauffeure über solche Autos. Eine fantastische Stelle und auch für alle Leute, die selber eher kurze Texte schreiben, damit sie sind, ja, nämlich, der große Text bringt es nämlich gar nicht. Damit fährt man gegen die Wand. Und das finde ich sehr überzeugend. Und es ist gleichzeitig aber vielleicht auch seine eigene Tragik, weil natürlich viele der Autoren, mit denen er umgeht, ja auch immer wie mit Freunden auf eine Art, also es ist irgendwie so, auch die theoretischen Texte, ich meine, es ist irgendwie so eine Philologie der Freundschaft, also wo man die Autoren so mag. Und die haben aber lange Bücher geschrieben und vielleicht hätte er das ja auch gerne eigentlich getan, was dann wiederum so eine Entzugssache vielleicht ist. Nein, dass Autoren, dass es das Höchste ist, dicke Bücher zu schreiben, das ist so eine Erfindung der nach dem Zweiten Weltkrieg oder so. Hm. Das denken Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker, wenn Autorinnen und Autoren Erzählungen schreiben, ja, sie möchten ja sicher auch mal einen Roman schreiben, das klappt doch nicht oder so. Das ist doch Unsinn. Oder wer Gedichte schreibt, ja, der Roman ist ja sicher schon in Arbeit. Also die Sehnsucht nach dem 1000-Seiten-Roman kommt, glaube ich, wirklich erst so mit der Thomas-Mann-Renaissance oder so. Also oder ist es ein Missverständnis? Ja, also das 19. Jahrhundert ist in Russland natürlich schon auch geprägt von diesen großen Romanen. Ja, das ist in Deutschland auch. Aber 90% kannst du rausstreichen und dann hast du vielleicht ein gutes, kurzes Buch. Die sind ja auch auf Länge geschrieben worden. Ja. Und das waren, die haben für Zeitschriften geschrieben. Da wirst du nach Druckbogen bezahlt. Natürlich kommt da mehr Zeugs rein. Und dann kommt der Film. Und da geht's zack, 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 zack. Und du musst, weil Film auch sehr teuer ist, du musst echt super an Dramaturgie arbeiten. Du musst an den Bildern feilen und so weiter und so weiter. Und damit kommt, glaube ich, wirklich eine völlig neue Ästhetik. Also das ist mit Varieté und Vaudeville und die Zusammenhänge, in denen ein Film ursprünglich gezeigt wurde, als es noch keine Kinos gab. Das sehe ich bei dem Schklowski und sehe ich eigentlich bei vielen Texten in der Zeit. Das ist eine Zeit der kurzen Klassiker eigentlich. Ja, auch gerade natürlich bei Autoren im Formalismus ist es verbreitet. Also ich habe gerade die ganze Zeit an Leonid Dubitschin gedacht, der ja auch sehr kurze Romane und dann ein Band mit Erzählungen geschrieben hat, bevor er dann unglücklich verschwunden ist. Da kann man, denke ich, was ganz Ähnliches sehen, wobei das formal sicherlich noch anders ist. Vielleicht noch ein kurzer Punkt zu... Leonid Dubitschin, die sind erschienen in der Friedenauer Presse, die Bücher, in der Übersetzung von Peter Urban.
Ich glaube, dass die Frage nach oder die Forderung nach dem dicken Roman, dass es auch ein Missverständnis darüber ist, was eigentlich ein Roman ist. Und das kann man hier bei Schklowski, glaube ich, nochmal ganz gut lesen. Also die Gattungsbezeichnung Roman ist ja vielleicht auch besonders untauglich oft, weil es eben alles sein kann. Und davon nur eine Sache zu verlangen oder hauptsächlich eine Sache, nämlich viele Seiten, ist auch irgendwie ein bisschen einseitig. Oder mir fallen dazu auch vulgäre Begriffe ein, die sage ich jetzt hier aber nicht. Aber Schklowski selber hat sich ja schon vor allem tatsächlich mit Autoren, jetzt nicht mit Autoren beschäftigt, die lange Romane geschrieben haben. Ja. Also das Fragmentarische, das Kurze, er hat sich am Anfang vor allem mit der futuristischen Lyrik auch beschäftigt. Und also wenn man an die älteren Autoren denkt, die für ihn wichtig waren, dann war das vor allem Laurence Stern, dessen Bücher jetzt nicht unbedingt dünn sind, aber auch fragmentarisch sind, ganz ja, stark nicht, so aufgeschrieben. Auf jeden Fall, also alles, was nicht der realistische Roman des 19. Jahrhunderts ist. Also du hast das ja vorhin gesagt, eine Form hat sich erledigt. Und das ist, glaube ich, ein ganz starkes Empfinden Anfang des 20. Jahrhunderts, gerade weil andere Kunstformen dazukommen. Ja. Und weil die Realität so ist, wie sie ist. Ne? Ja. Genau, bei Stern gibt es eben diese kleinen Kapiteleinleitungen. Auch ja, ja, das, genau. Auch ja, das, ja, ja. Ja. Ja, genau. Ja. Und eben, und Schklowskis davor geschriebenes Buch war eben Sentimentale Reise, wie Stern. Ich will sagen, nochmal, ich will es nochmal sagen, ich glaube, der Reiz, Neues auszuprobieren, und eben auch gewissermaßen das Feuilleton erzählerisch zu machen und so, weißt du, so erzählen in alle möglichen Bereiche zu bringen und so. Der Reiz war viel größer als die Traurigkeit darüber, dass man keine 800 Seiten Romane mehr schreiben kann. Weil die Autorinnen und Autoren gab es ja weiterhin. Ja, ja und gibt es ja auch, gibt's ja auch immer noch. Sie sind nicht ausgestorben. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal weiter im Text tatsächlich, um eben auch diese ganzen Dinge, die wir jetzt noch ein bisschen aus der Luft ziehen, auch noch mit ein bisschen mehr Fleisch zu belegen. Und deswegen kommen wir zur zweiten Lesepassage. Und das Tolle ist, man spricht dann so drüber, und wir haben jetzt irgendwie mehr so literaturhistorisch gesprochen, und sofort denkt man, wir hätten jetzt das Gespräch genau dahin geleitet, weil jetzt die Einführung zu diesem Brief quasi den Leser abholt. So ist es doch auch. 18. Brief. Über die Unausweichlichkeit und Absehbarkeit des Endes. In dessen Erwartung schreibt der Korrespondent erst über Hamburg, dann über das grau gestreifte Dresden und schließlich über die Stadt der Häuser von der Stange, Berlin. Weiter ist von dem Ring die Rede, durch den sämtliche Gedanken des Autors gezogen sind, von seinem nächtlichen Fußweg unter 12 eisernen Brücken hindurch und von einer Begegnung, sowie davon, dass Worte nutzlos sind. Ich habe völlig den Überblick verloren, Alja. Du musst wissen, ich schreibe neben den Briefen an dich gleichzeitig auch ein Buch. Was im Buch passiert und was im Leben, geht mittlerweile völlig durcheinander. Erinnerst du dich an meinen Brief über André Bailey und die Methode? Die Liebe hat ihre eigenen Methoden. Ihre Schritte folgen einer Logik, die nicht nach meiner oder unserer Meinung fragt. Ich habe das Wort Liebe ausgesprochen und die Sache ins Rollen gebracht. Das war der Beginn eines Spiels. Was ist Liebe? Was ist Buch? Ich weiß es nicht mehr. Das Spiel nimmt seinen Lauf. 3 oder 4 Druckbögen später werde ich schachmatt gesetzt. Die Eröffnung ist gespielt. Den Ausgang kann niemand mehr ändern. Ein tragisches Ende oder zumindest ein gebrochenes Herz ist schon durch den Briefroman vorgegeben. Einstweilen aber werde ich, nur für mich, vom Ort der Handlung erzählen. Berlin ist schwer zu beschreiben. Wollte man Hamburg beschreiben, könnte man von Möwen über Kanälen sprechen, von Läden und Häusern, die sich über Kanäle neigen, von all dem, was man üblicherweise auch auf Bildern findet. Bei der Einfahrt in den Freihafen der Stadt Hamburg öffnen sich die Schleusen wie ein Vorhang. Ein Theatereffekt. Dahinter die riesige Wasserfläche, die sich vorbeugenden Hebekräne, die schwarzen Schaufelbagger,
die die Kohle aus den Schiffen schlingen. Ihre Kiefer klappen nach beiden Seiten zugleich auf, wie Krokodilsmäuler. Hoch oben, Revolverschuss hoch, die Gitterstrukturen der Portalkräne. Schwimmende Getreideheber, die am Tag bis zu 1200 Zentner Korn einsaugen. Könnte ich nur zu so einem Sauger hinschwimmen und ihm sagen, lieber Genosse, bitte saug mir doch die 1200 Liebesteufel aus dem Herzen, die sich in mir festgesetzt haben. Oder den allerhöchsten Kran bitten, dass er mich am Kragen packt und mir die von Schleusen gestaute Elbe zeigt, die vielen Eisen, die Schiffe, gegen die ein Auto ein Floh ist. Schau, müsste der Kran mir sagen, schau, wie das Eisen zu Berge steht, du sentimentaler Knirps. Jammern und heulen gilt nicht. Wenn du nicht leben kannst, steck den Kopf einem eisernen Kohlebagger ins Maul, dass er ihn abbeißt. Recht hat er. Hamburg lässt sich beschreiben. Dresden macht da schon mehr Arbeit. Aber dafür gibt es ein Mittel, das in der neueren russischen Literatur gern angewendet wird. Nehmen wir irgendeine Einzelheit von Dresden, zum Beispiel, dass die Autos hier blitzblank und innen mit grau gestreiftem Stoff ausgekleidet sind. Alles Weitere ist so leicht wie eine Tonne Fracht für den Hebekran. Man behauptet einfach, ganz Dresden sei grau gestreift, die Elbe sei ein Streifen auf grauem Grund, die Häuser grau, die Sixtinische Madonna grau mit Streifen. Das dürfte zwar kaum zutreffen, aber es klingt überzeugend und geschmackvoll. Geradezu grau gestreift. Berlin dagegen ist schwer zu beschreiben. Man bekommt es nicht zu fassen. Die Russen wohnen in Berlin bekanntlich rund um den Zoo. Die Bekanntheit dieses Umstands ist kein Grund zur Freude. Während des Krieges hieß es, der Frühling bringt bekanntlich meist eine deutsche Offensive, als wäre die deutsche Offensive eine Art Wetterumschwung. Die Russen in Berlin kreisen um die Gedächtniskirche wie Fliegen um eine Deckenlampe. Und wie eine Fliegenpapierkugel an der Lampe, so ist an dieser Kirche eine seltsame, stachelige Nuss über dem Kreuz angebracht. Die Straßen, die man aus der Höhe der Nuss sieht, sind breit. Die Häuser sind gleichförmig wie Koffer. Durch die Straßen gehen Damen in Zielmänteln und schweren Lederstiefeln und dazwischen du im Mausmantel mit Zielbesatz. Durch die Straßen gehen Spekulanten in Zottelmänteln und paarweise russische Professoren, die Hände mit dem Regenschirm auf dem Rücken gekreuzt. Trambahnen gibt es viele, aber damit zu fahren hat keinen Zweck, da die Stadt überall gleich aussieht. Paläste von der Stange. Denkmäler wie ein Satz Tafelgeschirr. Wir fahren nirgendwo hin. Wir leben auf einem Haufen inmitten der Deutschen, wie ein See inmitten seiner Ufer. Einen Winter gibt es nicht. Mal schneit es, mal taut es. Versunken in Feuchtigkeit und Niederlage verrostet das eiserne Deutschland und mit ihm verrosten wir, die nicht aus Eisen sind. Wir rosten aneinander fest. Heulend wie eine aufsteigende, schwere Granate rast der Zug der Untergrundbahn vom Bahnhof Wittenbergplatz, der einen großen Maulwurfshügel gleicht, zum Hochbahnhof Nollendorfplatz. Weiter saust er hinter einer roten Kirche vorbei und durch einen Durchbruch in einem Haus wie durch einen Triumphbogen. Dahinter liegt das Forum aller Berliner Züge, das Gleisdreieck. Für die Russen, die inmitten der Deutschen leben wie zwischen Ufern, ist das Gleisdreieck nur ein Umsteigebahnhof. Von hier eilt der Zug zum Leipziger und zu weiteren Plätzen, wo die Bettler ihre Streichhölzer verkaufen und die Blindenhunde ruhig unter kleinen Pferdedecken liegen. Wenn man nicht zu den Plätzen fährt, sondern aus dem leeren Tor des Bahnhofs Gleisdreieck tritt, sieht man weder Deutsche noch Professoren noch Schieber. Über die Dächer der langgestreckten gelben Gebäude ringsum laufen Gleise. Sie laufen am Boden und auf hohen eisernen Viadukten, überqueren andere Viadukte, klettern auf noch höhere Viadukte. Tausende Lichter, Signalleuchten, Weichen, Eisenkugeln auf drei Beinen, Ampeln, überall Ampeln. Die Sehnsucht, die Emigrantenliebe und die Tramlinie 164 hatten mich an diesen Ort gebracht.
und ich lief lange auf Stegen über die Gleise, die sich hier kreuzen wie die Fäden eines Schals, den man durch einen Ring zieht. Dieser Ring ist Berlin. Für meine Gedanken ist es dein Name. Auf dem nächtlichen Rückweg von dir habe ich oft 12 eiserne Brücken unterquert. Man geht, man singt vor sich hin. Man denkt nach, warum das Leben zu Deutschlands eisernen Herzen, dem Gleisdreieck und zu Hamburgs eisernen Toren nur öde Konfektion einfällt. Häuser wie Koffer und Trambahnen, in denen man nirgendwo hinkommt. Ich gehe zurück. Ich gehe unter 12 eisernen Brücken durch. Mein Weg ist weit. An der Ecke der Potsdamer Straße sehe ich jede Nacht dieselbe Prostituierte im roten Hut. Sie singt eine kleine Melodie, wenn sie mich sieht, und dann spricht sie in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Ich gehe vorbei, ich habe es noch weit. Nichts zu machen, Genossin, im roten Hut. So viele verschiedene Tiere gibt es auf der Welt, und ein jedes preist und schmäht Gott auf seine Art. Ich habe viele Worte und Kraft, aber die Adressatin all meiner Worte ist eine Ausländerin. Ja, also dieser Satz zu den vielen verschiedenen Tieren auf der Welt, ja, das ist auch wieder so ein Hammer. Ich soll irgendwie erstmal verdauen, wenn man es nochmal gehört hat. Aber diese Tiere, die an der Stelle auftauchen und ja auch an vielen anderen Stellen im Buch, bringen mich nochmal zu einer Frage an den Titel und an das Buch selbst, nämlich was ist hier eigentlich der Zoo? Ja, der Zoo ist wie alles überdeterminiert, multifunktional. Der Zoo ist der Zoo, der hier um die Ecke ist, der Bahnhof Zoologischer Garten, der Zoologische Garten, der tatsächlich auch besucht wird in dem Buch von dem Verfasser der Briefe. Und natürlich ist gleichzeitig, sind alle diese Tiere irgendwie Bilder für die Menschen, die agieren in diesem Berlin und in dem ganzen Hintergrund, für die Rollen, die sie spielen auch. Also wir kommen ja gleich noch zu der Affenrepublik. Ja, ich glaube, das ist die Funktion der Tiere. Und gleichzeitig sind sie so ein bisschen ausgeliefert natürlich auch. Hast du noch eine Idee? Ja, ich habe keine richtige Idee, nur so eine Skepsis, weil es erschöpft sich ja bei, Schklowski nie in den Metaphern. Mhm. Also er weist zwar immer darauf hin, das ist alles metaphorisch zu lesen, aber das ist ja auch dann nicht alles, weil dann wäre es ja auch wieder einfach zu knacken, oder? Mhm. Was dieser Zoo wirklich macht, also das Buch, ist ja vorangestellt, so ein Prosagedicht von Chlebnikow, die Menagerie, und nee, ich habe keine These, aber was ich sagen würde ist, wenn Tiere werden wirklich in den Blick genommen. Und das, würde ich sagen, ist schon was Eigenartiges eigentlich oder was Außergewöhnliches. Also dieses Buch bewegt sich nicht in der gewohnten menschlichen Gesellschaft zum Beispiel. Also so wie er auch die russischen Kreise hier immer nur so streift. Also der schlittert ja eigentlich immer so dran vorbei. Also er hätte ja auch so in die Vollen gehen können und so aus der Mitte heraus erzählen können. Also solche Texte sind ja auch entstanden. Und irgendwie sind dann, also dass er auch, das kommt dann gleich, dass er sich als Affe sieht, würde ich eher sagen, dass das sagt sowas, dass er nicht richtig dazugehört. Also nicht so, auch nicht als Ausgestoßener, sondern der ist immer so ein bisschen nebenher, neben der Welt eigentlich und neben den anderen. Ja, also das ist auf jeden Fall drin. Und dann gibt es außerdem noch ein Spiel mit dieser Opposition Westen, Osten, zivilisiert oder nicht zivilisiert, dass er sich selber immer als so eine Art, ja, so als unzivilisiert darstellt, während Alia ja die Zivilisierte ist.
und die weiß, wie man ordentlich essen muss und wie man, wenn man Messer und Gabel hält und dass man sich beim Essen nicht über den Teller beugen soll. Das kommt vor in diesem Buch, dass er darauf antwortet, auf diesen Vorwurf oder die Geschichte mit der Bügelfalte. Ja? Also dass er lange darüber schreibt, dass er sich jetzt in einem Land aufhält, wo aus irgendeinem Grund die Leute dem Aberglauben anhängen, dass eine Hose vorne eine scharfe Falte braucht, während er der Ansicht ist, dass Hosen dazu da sind, dass einem nicht kalt ist. Ja? Und das ist natürlich ein Spiel auch. Ein Spiel auch mit dieser russischen Konvention von Westlertum und dem slawischen, echten, ursprünglichen und so weiter. Also er greift es auf und er ironisiert es auch wieder, indem er das in diese Tiergeschichten übersetzt. Ja. Sie haben gerade gesagt, die Tiere werden in den Blick genommen. Mhm. Was meinen Sie denn? Naja, ich würde halt schon sagen, also die Tiere werden nicht nur betrachtet als so quasi Menschen in anderer Gestalt, sondern schon in ihrem Wesen. Mhm. Und das ist was, ja natürlich liegt das auch in der Zeit und so, aber ich wollte halt so sagen, das löst sich nicht im Metaphorischen oder im Symbolischen auf, also der Affe ist ja gar kein Affe, sondern steht für was anderes, sondern wir kommen dann noch zu Affen. Das sind zwei Briefe und einmal ist der Affe metaphorisch und einmal ist der Affe konkret. Und dass da ein Blick drauf geworfen wird, das ist was Interessantes und das ist auch was sehr Ungewöhnliches für Städter eigentlich. Ja, und das ist, glaube ich, auch wiederum ein Reflex dieser historischen Erfahrung, dass auch der Hochmut, der Stolz darauf, ein Mensch zu sein, irgendwie massiv beschädigt ist durch diese ganzen Kriegs- und Revolutions- und Bürgerkriegserfahrungen, wo sich erwiesen hat, dass die Menschen nicht irgendwie furchtbar weniger gefährlich oder brutal sind als die Tiere. Ich glaube, auch das spielt damit rein, dass der Blick auf die Tiere eben einer ist, der nicht von oben herab kommt, sozusagen. Ich hätte auch noch eine Frage, ja. An der Stelle mit den Affen sind. Ich habe sofort natürlich daran denken müssen, hat der mal Kafka gelesen? Was ist denn ein Bericht an einer Akademie? Was ist mit Film? Gibt es da Referenzen? Also Kafka, soweit ich weiß, nicht. Nee. Interessant, weil er war zur selben Zeit in Berlin. Ja, aber Schklowski hat nicht Deutsch gekonnt. Ne? Also wir müssen jetzt gucken, gab es 1921 schon Kafka-Übersetzungen ins Russische, sodass Schklowski sich dann 22 darauf beziehen sehr kann. Unwahrscheinlich, ich glaube aber. Nee. Ich glaube aber einfach, dass wirklich, das war einfach wirklich ein enormer Umbruch und man hat Welt nochmal ganz anders und viel umfangreicher in den Blick genommen. Ich glaube, viele Dinge lagen einfach auch in der Luft. Das denke ich auch, ja. Ich denke, man kann vielleicht auch den Zoo als einen Ort von einer bestimmten Beobachtungssituation sich da eben dann auch einfach nochmal vorstellen und dieses in den Blick nehmen, ist da, glaube ich, tatsächlich die entscheidende Formulierung und auch der Positionswechsel, also dass der Erzähler sozusagen auf beiden Seiten des Käfigs irgendwie agiert. Also eben einerseits eben sich sicherlich eben auch gefangen fühlt in der Immigration und im Exil. Das kommt sehr deutlich zum Ausdruck. Und gleichzeitig eben auch die Berlinerinnen und Berliner anguckt, wie so ihre Tiere, die sich halt ihre Hosen bügeln, irgendwie auf eine Art, die für ihn völlig kontraintuitiv ist. Ja. Und das klang jetzt so negativ, wie ich das gesagt habe, und das finde ich auch so interessant an diesem Buch. Es gibt einerseits so eine wahnsinnige Distanz, in dem, wie er dieses Berlin schildert, was auch für ihn so ein Reich der Schatten ist. Also dieses ganze Leben in der Emigration ist irgendwie geht auch oft nachts durch, kein echtes Leben irgendwie. Und gleichzeitig ist er unheimlich präzise oft in seinen Beobachtungen und irgendwie er hat sehr viel Empathie, obwohl er das selber leugnet. Es gibt so eine Stelle in einem Brief aus dieser Zeit von ihm, der jetzt nicht in dem Buch ist, aber so ein realer Brief, wo er sagt, wir sind in Berlin wie Öl auf dem Wasser. Oder auch dieses in See inmitten seiner Ufer. Wir haben damit nichts zu tun, wir kommen damit nicht in Kontakt. Und gleichzeitig gibt es so diese ganz genauen Bilder auch für das soziale Elend. Ja.
Das finde ich ziemlich faszinierend. Und es ist ja auch so, dass wir jetzt in diesem Kapitel hier eben tatsächlich Berlin als Landschaft zum ersten Mal angeboten bekommen. Es gibt einige Briefe, die könnten auch in Dresden geschrieben sein oder in Hamburg. Aber eben dieser nicht, weil eben jetzt hier genau beschrieben wird, also auch eigentlich im Prinzip wie in einer Kamerafahrt ja fast, wie er so eben mit der Bahn fährt. Und ich glaube, dass von daher man an dieser Stelle eben dieses Ineinandergreifen von einer fremden Außenwelt, die man sich aneignen muss als eine Landschaft oder eigentlich auch wie so ein Mini-Reiseroman innerhalb dieses Buches, also eine sentimentale Reise findet dann auch hier statt, die eben das... Das innen formatiert tatsächlich, dass man das hier eben sehen kann. Bis hin eben zu der Begegnung mit der Prostituierten, die er vom Sehen her gut kennt und wo er dann mal derjenige ist, der eine Zurückweisung ausspricht und ja, gleichzeitig aber eben sie als Genossin anspricht mit dem roten Hut. Also es ist... ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Gleichzeitig ist es eben dadurch halt auch so ein toller Berlin-Roman, weil es ein untypischer Berlin-Roman ist. Also es gibt also zumindest in meiner Beobachtung eigentlich nichts Nervtötenderes als irgendwie so der fröhliche Präfaschismus in Berlin, Begeisterung wie in Babylon, Berlin, wo also nochmal alle ausgelutschten Topoi kommen von Hinterhof, irgendwie, was weiß ich, Drogen und so weiter. Und man hat das irgendwie alles tausendmal gesehen. Und hier sieht man es aber wirklich nochmal neu. Die Frage ist dann aber, ist das trotzdem, ist es in Berlin jetzt ein Berlin-Roman oder ist das Berlin-Lyrik oder ist es, also ist das überhaupt wichtig tatsächlich, dass es Berlin ist? Da muss man ja nicht immer so lokalpatriotisch darauf herumreiten. Ja. Nein, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also wie Olga das auch gesagt hat, wenn man denkt, wenn bis zu 300.000 Menschen aus Russland hier waren, dann ist es ja eigentlich kein Lokalpatriotismus mehr, sondern das ist eine Durchgangsstation oder ein sich wandelndes Etwas. Also, und das war ja Berlin tatsächlich, also Berlin war ja einfach noch nicht alt. Das war ja eine ganz junge Stadt noch. Und dann ist es, glaube ich, kein Lokalpatriotismus, wenn man das als Berlin-Buch bezeichnet. Ich würde eben sagen, nicht Berlin-Roman oder sowas, sondern Berlin-Buch. So wie eben Berliner Kindheit um 1900 ein Berlin-Buch ist, aber kein Berlin-Roman. Ja, also dieses in kurzen Kapiteln in bestimmte, auch unterschiedliche soziale Milieus gehen und dann so anhand von Einzelmomenten die Gesamtverhältnisse aufblitzen zu lassen, das sind solche Dinge, das wäre im Roman wäre das quasi Dekoration und hier entsteht aber aus diesen blitzhaften Bildern das Ganze. Und es geht um Berlin als Berlin und es geht um das russische Berlin natürlich. Und wenn er da am Ende dieses Briefs jetzt gerade, es heißt, du bist eine Ausländerin, die Frau, an die ich das schreibe, ist eine Ausländerin, dann ist damit natürlich gemeint, dass sie nicht so richtig eine Russin ist. Also sie ist irgendwie schon, weil sie mit einem Franzosen verheiratet war und in Frankreich war und in Tahiti war und viele Sprachen spricht und in London gelebt hat, ist sie schon nicht mehr so russisch wie er und in dem Sinn ist sie eine Ausländerin. Also was lustig ist, weil er in der Situation, in der er da spricht, gerade unter den Yorkbrücken durchgelaufen seiend, ja selber ein Ausländer ist. Ja. Also es legt sich so auch da so übereinander die verschiedenen Realitäten mit dem. Ja, und aber auch der Ort aus, von dem er spricht, weil das eben ja auch an einigen Stellen und speziell am Ende auch in diesem Brief im Anhang, in dem er darum bittet, nach Russland zurückkehren zu können, es eben trotzdem sozusagen ein inneres Russland gibt, was er eben die ganze Zeit mit sich trägt und nicht verlassen kann aus den Gründen, die wir am Anfang ja auch schon genannt haben, weil also dort viele Leute sind, die er liebt und die er nicht sehen kann. Und da würde ich sagen, das gehört eben auch zu diesen ganzen Sortierprozessen, die er immer wieder vornimmt, um überhaupt zu gucken, wo ist denn jetzt mein Ort? Und manchmal ist er eben nur in ihm selbst, während er halt so
spaziert. Ja, sollen wir nochmal zum nächsten jetzt, Text? Wir lösen jetzt das Affenversprechen Ja, jetzt ein. Kommt das Affenversprechen endlich. Und ich lese den fünften Brief, der eine Beschreibung von Alexei Michailowitsch Remizow enthält, sowie seiner Technik, das Wasser in Flaschen in den dritten Stock zu tragen. Ebenfalls beschrieben werden Sitten und Gebräuche des großen Affenordens. Das sage ich vielleicht jetzt mal dazu als Anmerkung, dieser große Affenorden, also Remizow war ein Autor, der auch in Berlin war um diese Zeit, mit dem er auch befreundet war, Schklowski. Und der große Affenorden ist jetzt keine Erfindung von Schklowski, sondern wirklich eine Erfindung von diesem besagten Remizow, der so eine Art verrückte Freimaurerloge gegründet hat mit selbst ausgedachten Rängen und Namen und so weiter für seine Schriftstellerkollegen. Also, Sitten und Gebräuche des großen Affenordens. Außerdem habe ich einige theoretische Anmerkungen zum Persönlichen als Material der Kunst eingebaut. Weißt du schon, der Affenkönig Asika, Alexei Remizow, hat wieder mal Scherereien. Seine Wohnung wurde gekündigt. Man lässt den Mann nicht in Ruhe leben, wie er will. Den Winter 1919 verbrachte Remizow in Petersburg und ausgerechnet da kam die Wasserleitung in seinem Haus auf die Idee zu platzen. Jeder andere wäre ratlos gewesen. Remizow aber sammelte bei all seinen Bekannten Flaschen zusammen, Medizinfläschchen, Weinflaschen, was er in die Finger bekam. Er ließ sie in seinem Zimmer auf dem Teppich aufmarschieren, dann griff er sich je zwei, lief die Treppe hinunter und holte Wasser. Bei dieser Technik trägt man am Wasservorrat für einen Tag eine ganze Woche. Sehr unpraktisch, aber unterhaltsam. Remizows Leben, er hat es sich selbst gebaut, eigenschwänzig, ist sehr unpraktisch, aber unterhaltsam. Er ist ein kleiner Mann mit dichtem Haar, ein einziger großer Igelwirbel, gebeugte Haltung, tiefrote Lippen. Die Nase zeigt aufwärts und all das ist Absicht. Sein Pass ist ganz mit Affenzeichen bekritzelt. Schon vor der Sache mit der Wasserleitung hat der Remizow sich von den Menschen entfernt. Er wusste von Anfang an, was das für Vögel waren und dem großen Affenvolk angeschlossen. Den Affenorden hat Remizow sich nach dem Vorbild der russischen Freimaurer ausgedacht. Zu den Mitgliedern gehörte Block, derzeit amtiert Kusmin als Musikchef der großen und freien Affenkammer. Gzhebin ist der Affenpate und stellvertretende Fürst des Ordens für Hungers- und Kriegszeiten. Auch ich wurde in die Affenverschwörung aufgenommen. Meinen Rang stummelschwänziger Affenwelpe habe ich mir selbst verliehen. Den Stummelschwanz hatte ich mir gleichfalls selbst verpasst, bevor ich in Cherson zur Roten Armee ging. Da ich dich sehr schätze, verrate ich dir hier ein Geheimnis. Wie eine Kuh eine Weide abgrast, so werden auch literarische Themen abgegrast, verfahren, verschlissen und abgenutzt. Der Schriftsteller kann kein Ackerbauer sein. Er ist ein Nomade. Er zieht mit seiner Herde und seiner Frau auf neues Weideland. Unser großes Affenheer lebt wie Kiplings Katze auf den Dächern. Es geht seine eigenen Wege. Ihr tragt Kleider. Bei euch gleicht ein Tag dem anderen. Im Töten und erst recht in der Liebe hängt ihr an der Tradition. Das Affenheer übernachtet nicht da, wo es zu Mittag gegessen hat, und seinen Frühstückstee trinkt es nicht da, wo es geschlafen hat. Es hat grundsätzlich keine Wohnung. Unsere Sache ist es, Neues zu schaffen. Remizow plant derzeit ein Buch ohne Sujet, dessen Komposition nicht auf einer Lebensgeschichte basiert. Man kann nicht mehr so schreiben wie früher. Billy weiß das. Rosenow wusste es sehr genau. Und auch ich, stummelschwänzige Affenwelpe, weiß es. Eben deshalb haben wir in unserer Arbeit das Private, das beim Vor- und Vatersnamen genannte, aufgenommen. Die Kunst braucht neues Material. Das Affenheer versieht seinen Dienst. Ich habe dein Leben diagonal durchquert, im Rösselsprung. Wie das war und ist, weißt du selber, Alik. Und dennoch landest du in meinem Buch wie Isaak auf dem von Abraham errichteten Scheiterhaufen. Wusstest du, Alik, dass Abraham das dritte A in seinem Namen von Gott bekommen hat, aus großer Liebe? Ein Laut mehr, fand er, war selbst für Gott ein gutes Geschenk. Wusstest du das, Alik?
Geopfert wirst allerdings nicht du, sondern ich bin das Lämmchen, das sich an deiner Stelle mit den Hörnern im Gestrüpp verfangen hat. Remisows Zimmer ist voller Püppchen und Teufelchen. Und mittendrin sitzt er und faucht alle an. Leise, die Zimmerwirtin, und hebt den Zeigefinger. Er hat keine Angst vor der Wirtin, er spielt. Wie lästig ist den ungebundenen Affen der Weg übers Trottoir, das fremde Leben. Die Frauen der Menschen sind nicht zu verstehen. Der Alltag der Menschen ist furchterregend, stumpfsinnig, schwerfällig, starr. Wir spielen die Narren in der Welt, weil wir frei sein wollen. Aus dem Alltag machen wir einen Witz. Zwischen der Welt und uns bauen wir unsere eigenen kleinen Menageriewelten. Wir wollen Freiheit. Remisow lebt im wirklichen Leben mit den Methoden der Kunst. Ich höre auf. Ich muss noch zur Konditorei Mirike eine Torte abholen. Gleich bekomme ich Besuch, dann muss ich die Torte abliefern, dann noch woanders vorbeischauen, dann Geld auftreiben, mein Buch verkaufen, mit jungen Schriftstellern sprechen. Halb so schlimm. In einem Affenhaushalt verkommt nichts. Ein babylonisches Durcheinander ist für uns leichter zu verstehen als ein Parlament. Aus Kränkungen machen wir Literatur. Und Orchidee und Schnee gehen bei uns Hand in Hand, weil sie sich reimen. Mein Handwerk als Schriftsteller, meinen ungebundenen Weg über die Dächer gebe ich für keinen europäischen Anzug, kein geputztes Paar Stiefel, keine harte Währung her, nicht einmal für Alia. Wollen wir den sechsten jetzt anschließen gleich? Oder vielleicht machen wir doch kurz irgendwie eine Pause, weil da gibt es a lot to unpack sozusagen. Yeah. Besonders toll fand ich jetzt gerade nochmal, als wir in deinem Vorlesen, dann wo der Text wirklich nochmal auch anders rüberkommt und man das Assoziative daran, finde ich, nochmal besser mitkriegt als beim stillen Lesen zum Teil. Also deswegen wunderbar, dass wir es auch so hören. Aber mir ist nochmal dieser Punkt des Sujets besonders stark aufgefallen. Also weil ich auch in Vorbereitung dafür ja also hier in meiner kleinen roten Bibel nochmal nachgelesen habe. Und in dem Text von Boris Eichenbaum über Gogols Mantel, die Stelle super toll fand, wo er darüber schreibt, dass Gogol immer kein Sujet hatte und deswegen auch viele Briefe geschrieben hat, was ich mal Leute gesagt habe, ja, haben Sie vielleicht so ein Sujet? Ich kann dann sofort einen Fünfakter darüber schreiben, aber bitte gebt mir ein Sujet, ich habe kein Sujet, ich finde Sujets furchtbar, ich möchte einfach nur mit der Sprache spielen. Also das ist so dieser Punkt, den Eichenbaum dann macht. Es geht eigentlich immer nur darum, halt aus einem Anlass, aus diesem Skars heraus, dann irgendwie eine Kette zu bilden, die immer, also wo man ein verrücktes Element an das nächste irgendwie knüpft und mit der Sprache spielt. Und das scheint mir hier eben in diesem Abschnitt auch irgendwie so gut verwirklicht zu sein, also weil so viel ineinander greift. Also einmal diese ganze Affenthematik, die wir schon besprochen haben, und dann aber auch nochmal eben diese ganze Liebesbeziehung. Also er spricht am Anfang in seiner Einleitung ja auch davon, dass es ein erotisches Buch ist. Und das wäre also dann vielleicht irgendwie meine Frage. Also wie in einem Text, der so komplex ist, wie jetzt auch dieser hier, worin würdest du sagen, besteht da die Erotik? Oder würdest du sagen, man findet sie da gar nicht, aber an anderen Stellen stärker oder auch nicht? Also ich habe ja schon gesagt, dass ich... Die Liebe hier wirklich lese als nicht nur die Liebe zu der Frau, die einen so ein bisschen abweist, sondern auf vielen Ebenen, fast wie so eine Minne eigentlich, auch den Freunden gegenüber. Über Jakobson schreibt er mal irgendwann in einem Brief, ich liebe ihn wie eine Geliebte, was auch natürlich ein Witz ist, aber auch irgendwie nicht. Und ja, also die Erotik ist auch drin in der Art, wie ihr sie beschreibt, natürlich. Ja, aber die Hauptspannung kommt für mich eigentlich nicht von da. Also insofern würde ich, was das angeht, fast im Vorwort glauben, dass die Liebe fast eher ein Vorwand ist eigentlich. Oder nur eine Erscheinungsform der Spannung, die in dem Buch drin ist. Ja, und es ist ja auch im Prinzip vor allem ein sehr erotisches Verhältnis zur eigenen Sprache. Ne? Ja. Also wie da eben mit Figuren tatsächlich gearbeitet wird
Und mit der Frage damit, wie werden die plastisch, also in der Figur von so einem Affen oder in einer tatsächlichen Beschreibung, also das würde ich sagen, ja, da ist die Spannung sehr stark drin. Jetzt muss ich aber doch da zu der sprachlichen Ebene auch noch mal fragen, also was für dich sozusagen, wenn es das gibt, der Leitbegriff oder also der Motor für die Übersetzung von diesem Text jetzt gewesen ist. Kannst du das irgendwie auf den Punkt bringen? Weil wir haben jetzt ja auf jeden Fall schon gemerkt, dass es wie viel drin ist, wo er einen überall herausfordert. Und gibt es einen Leitspruch, den du gehabt hast dabei? Oder? Also ich habe jetzt den Begriff Spannung genannt, ja. Und der ist ganz entscheidend für mich gewesen im Übersetzen, die Spannung dieses Textes zu erhalten. Und das ist nicht einfach, weil Schlossky einfach, er hat wirklich eine sehr besondere Art zu schreiben. Es ist diese sehr kurzen Absätze, die manchmal nur aus einem Satz bestehen. Und das hat was irgendwie Abgehacktes. Also das Prinzip ist eigentlich auch das der Kollision, sehr heterogene Inhalte und Formen aufeinanderprallen und aus dieser Kollision entwickelt sich eine Spannung. Es gibt so eine tolle Definition in der sentimentalen Reise von Ironie, was natürlich auch ein entscheidendes Element ist in dem Buch, wo er schreibt, mit Ironie meint er an der Stelle nicht Spott, sondern das Verfahren der gleichzeitigen Wahrnehmung zweier einander widersprechender Erscheinungen. Oder die gleichzeitige Zuordnung ein und derselben Erscheinung zu zwei verschiedenen semantischen Reihen. Also die Ironie ist eigentlich in dem Widerspruch und in dem Zusammendenken des Widersprüchlichen. Und das ist im Übersetzen tatsächlich wichtig, dass man diese Kollision nicht entschärft, was einem leicht passieren kann, wenn man unaufmerksam ist gegenüber den Reihenfolgen, also in welcher Reihenfolge was kommt und wie so ein Satz endet, das da so irgendwie in der Luft hängt, dann doch sich verbindet mit dem Anfang des nächsten Absatzes. Hast du ein konkretes Beispiel dafür? Ich hab irgendwas mitgebracht, warte mal. Ich habe sogar extra gesucht. Mir ging das vor allem bei dem ersten Schlossky-Buch, das ich übersetzt habe. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe, dieses Prinzip. Und beim zweiten ist es mir jetzt schon wesentlich leichter gefallen, weil ich schon irgendwie da so drin bin, dass ich das eigentlich versuche einzuhalten, diese Reihenfolgen. Es gibt zum Beispiel in dem 13. Brief, in dem der Verfasser vor Tagesanbruch am Schreibtisch sitzt und an Alia schreibt, der fängt so an, 6 Uhr morgens, Punkt Absatz. Vor dem Fenster in der Kaiserallee ist es noch dunkel. Punkt, Absatz. Anrufen darf man dich ab 10:30. Absatz. 4,5 Stunden, danach noch einmal 20 leere Stunden, dazwischen deine Stimme. Absatz. Öd und leer ist mir mein Zimmer. Verhasst der Schreibtisch, an dem ich niemandem schreibe außer dir. Absatz. Hier sitze ich wie ein verliebter Telegrafist. Ja, und diese Sätze, die... Wenn man nicht aufpasst, übersetzt man die irgendwie und dann ist die Spannung da raus. Ja? Also es gibt dieses in der Mitte, öd und leer ist mir mein Zimmer. Ich habe wirklich gesucht, was ich an erster Version zum Beispiel hatte. Ich hatte irgendwann meine erste Version, da stand sowas wie, ich habe mein Zimmer satt. Mein Schreibtisch, an dem ich Briefe nur an dich schreibe, ist mir verhasst. Ja, und jetzt heißt es eben, öd und leer ist mir mein Zimmer und an dem ich niemandem schreibe, außer dir. Und dieses, dass das dir da am Ende steht, ist wichtig. Also du hast es, glaube ich, mal gesagt, dass es ein bisschen wie Lyrik ist auch. Ja? Also in dem Sinn, dass das unheimlich wichtig ist, was am Schluss steht, zum Beispiel, und dass sich so eine Spannung in dieser Leere zwischen den Zeilen aufbaut. Genau, also ich finde schon, dass man sehr spürt, wie intensiv sich Schlossky mit Gedichten auseinandergesetzt hat, auch aus allen Epochen. Und der kann ja auch sehr, sehr schön darlegen, wie ein Gedicht erzählt ist zum Beispiel. Ja, also dann kann er irgendwie sagen, gut, dann gehe ich jetzt mal dem Narrativen nach. Welche Tricks werden da verwendet? Welche Mittel werden angewandt, um eine Erzählung in Versen zu schreiben, die dann
solange eben ein Sonett ist oder was weiß ich. Und ich meine schon, dass er davon ganz viel in sein Prosaschreiben reinzieht. Und vielleicht kommt es sogar daher, dass er eben für Zeitschriften geschrieben hat, also journalistisch gearbeitet hat, dass es ihm aber zu langweilig war, jetzt wirklich eine Theaterrezension zu schreiben oder so. Ja? Und dann gibt es so Momente drin, auch in seinen literaturwissenschaftlichen Aufsätzen, wo man überhaupt keine Ahnung hat, was das jetzt da soll. Also in dem Aufsatz von ihm über Bailey sagt er, Freunde, Dresden ist schön. Da macht er einen Ausflug nach Dresden. Da ist dann nicht alles grau gestreift, da ist alles grün. So. Und dann geht die Analyse, also dann kommt er wieder zu seinem Stoff zurück und betreibt weiter Analyse. Aber dadurch signalisiert er natürlich, dass es ganz andere Möglichkeiten zu schreiben gibt. Und auch, dass man bei diesem Autor immer darauf gefasst sein muss, dass er nicht sich an eine Textform hält. Ja. Das finde ich das Tolle. Und das, vielleicht ist das auch nochmal was mit den Einführungen zu den Briefen. Er hält sich ja nicht streng an die Form des Briefromans. Dann wird zwischendurch kommentiert, dann haben wir einen Brief, der ist durchgestrichen, der sollte ja nur eigentlich gar nicht drin sein. Und er macht dann aber ganz verrückt, das ist der beste Brief, den sollte er jetzt aber nicht lesen. Der kann immer wieder wirklich sehr... es fällt mir nicht ein, dann will ich mal solche Wörter benutzen, das ist nicht virtuell und nicht virulent, sondern das heißt irgendwie, dass jemand was ganz toll kann. Virtuos. Ja, genau, Dankeschön. Hätte von Schlossky sein können, ja. So, also er zeigt auch, dass er virtuos ist, aber macht das nicht angeberisch, sondern immer ist so ein kleiner Aha-Effekt oder wozu jetzt gerade der letzte kurze Absatz gehörte, weiß ich nicht, aber warten wir mal ab und irgendwann kommt es auch noch oder vielleicht auch nicht, aber dann kommt es vielleicht in einem anderen Buch nochmal dieselbe Sache. Das ist ganz, ganz verrückt bei dem. Ja, das ist also dieses Antipathos eigentlich. Ne? Das ist eben, einerseits ist es unheimlich aufgeladen, jeder Satz, und gleichzeitig hat es sowas Dahingesagtes. Ne? Das muss irgendwie lässig sein. Und das ist eine große Schwierigkeit tatsächlich fürs Übersetzen. Es ist ein Gestus, ja. So ja, hinzukriegen, genau. dass die miteinander irgendwie in Spannung treten, die Sachen, und trotzdem noch irgendwie so einigermaßen ja, lässig daherkommen. Ja, also ich habe den Eindruck, dass das aber auch was mit tatsächlich einem ethischen Programm bei ihm eigentlich zu tun hat. Das ist eine literarische Ethik, weil also es ja immer auch darum geht, zu sagen, ja, ich sag euch genau, was ich mache. Und dann kann man zwar überlegen, ja, stimmt das oder nicht, aber eigentlich möchte er kein Falsch da rein tun. Also auch in diesem wunderbaren 22. Brief kommt es auch nochmal vor, wo er so beschreibt, wie das Varieté funktioniert und so weiter. Und da sagt er, am Schluss des Programms werden alle Nummern noch einmal von einem Exzentrik-Clown vorgeführt, der sie parodiert und entmystifiziert. Zaubertricks zeigt er zum Beispiel mit dem Rücken zum Publikum, sodass es sehen kann, wo die verschwundene Spielkarte landet. Und genau das ist ja im Prinzip das Verfahren von diesen... wie Vignetten, Titel, also es sind eigentlich fast ja Vignetten, diese Kapitelüberschriften. Es wird einem immer noch so eine Spielkarte hingeworfen, man denkt so, was? Und dann zieht er sie dann aber eben wieder raus oder dreht sich am Ende um und sagt, das ist übrigens die Rückseite von dieser Sache. Und das hat was mit Ehrlichkeit zu tun oder vielleicht nicht Ehrlichkeit im Sinne von einer persönlichen, sagt jetzt die Wahrheit, sondern mit dem Versuch, einen wahrhaftigen Text anzubieten, würde ich sagen. Und in Frage danach, ob das Liebesbriefe sind, da würde ich sagen, das ist ja auch eine ganz, ist eigentlich eine ganz emotionale Kommunikation an Publikum auch, also dadurch auf diese Art Kontakt aufzunehmen sozusagen auch, dass man sagt, ja, ich werde jetzt hier nicht den wunderbar verrätselten Roman hinstellen, ihr könnt dann hinterher mal alle nachdenken, was der Dichter denn damit sagen wollte, sondern es ist dann halt so, dass er sagt, nee, ich sage euch das schon. Und das, ja, und
das wissen wir dank deiner sozusagen. Ich würde aber jetzt, ja bitte, sonst hätte ich jetzt den Exzentrik-Clown gebeten, die mal zu lesen. Das Verrückte ist ja auch, der flößt einem großes Vertrauen ein, weil er zwischendurch immer wieder irgendwas erklärt und so. Aber man könnte ihm vorwerfen, er ist arrogant, aber ich würde sagen, er hat ein ganz großes Vertrauen in die Sprache und in die Literatur. Denn selbst wenn er uns die Karte vom Trick vorzeigt, fällt damit aber nicht der Text in sich zusammen. Das könnte ja auch sein, also blöde Tricks, okay, so einfach ist das, dann kannst du den Trick nie wieder vorführen, denselben Leuten. Und er führt immer vor, so ist das gemacht und trotzdem bam, ist die Spannung da und der Text ist immer klasse, auch da, wo er es uns nicht erklärt. Wir könnten dann sagen, ja, jetzt macht er das und das, aber wir sind dann doch so überwältigt von dem, wie er schildert, dass wir dann nicht drauf kommen zu sagen, ja, jetzt kommt wieder Aufschub des Sinns oder was mal zwischendurch kommt. Das ist jetzt mein, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eine sentimentale Reise. So. Mit dem Aufschub, ja. So, ne? Ja. Also er erklärt dann zwischendurch und kann aber eben so gut schreiben und weiß das auch, dass das Offenlegen des Verfahrens nicht die Rätselhaftigkeit des Textes. Das ist dann wie der nächste Trick eigentlich. Das Vorzeigen der Karte ist schon der nächste Trick. Ja. Und echte Zauberer arbeiten ja so auch. so Leute, die Kartentricks machen. So. Also, das gehört, die zeigen es dann. Das gehört dazu. Und dann jetzt zeige ich euch mal, wie das ist. Das ist ja ganz einfach, so habe ich das gemacht. Und dann bist du aber schon eigentlich in der nächsten Nummer drin. Ja, vielleicht hören wir dann jetzt auch nochmal die letzte Nummer für heute, was der sechste zum Abschluss Brief ist. Kurzen Affenbrief. Also weil du Ethik gesagt hast, er ist ja immer besonders trocken, wenn es um Mitgefühl geht. Und das, weil wir vorhin bei den Tieren waren, der hat Mitgefühl mit Tieren, der erwähnt das in seinen Texten, irgendwie, wenn irgendwie einem Tier Grausamkeiten zugefügt wurden, der schildert das nur und sagt, ja, so ist das Leben eben oder so. Ja? Aber es ist ihm ja erstmal aufgefallen. Andere merken das, sehen das ja gar nicht oder halten das nicht für bemerkenswert. Die längste Passage, die er in die Kunst als Verfahren zitiert, um zu zeigen, was das sozusagen ist, handelt übrigens auch von einem Tier, von einem Pferd bei Tolstoi. Also ja, ist ihm, glaube ich, sehr wichtig, denke ich auch. Ja. Sechster Brief. Über Trübsinn und Gefangenschaft unserer Vorfahren. Der Brief endet mit dem halbherzigen Vorschlag, eine eigene Zeitung für ihn herauszubringen. Die Tiere in den Käfigen im Zoo sehen nicht allzu unglücklich aus. Sie bekommen sogar Nachwuchs. Die Löwenwelpen wurden von Hundeammen aufgezogen. Die Löwenwelpen wussten nichts von ihrer edlen Abstammung. Tag und Nacht, rastlos wie Schieber, rannten die Hyänen in ihren Käfigen hin und her. Bei den Hyänen sitzen alle vier Läufe irgendwie sehr nah am Becken. Die erwachsenen Löwen langweilten sich. Die Tiger strichen an den Gitterstäben entlang. Die Elefanten raschelten mit der Haut. Besonders schön waren die Lamas. Sie haben ein warmes Wollkleid und einen leichten Kopf. Sie ähneln dir. Im Winter ist alles geschlossen. Vom Standpunkt der Tiere aus ist es keine große Veränderung. Bleibt das Aquarium. Im hellblauen, elektrisch beleuchteten, limonadigen Wasser schwimmen Fische. Hinter manchen Scheiben ist es ganz und gar fürchterlich. Da sitzt ein Bäumchen, das still mit seinen weißen Zweigen wedelt. Wozu braucht die Schöpfung etwas dermaßen Trostloses? Der Menschenaffe wurde nicht verkauft, sondern im Obergeschoss des Aquariums einquartiert. Du bist schwer beschäftigt, so beschäftigt, dass ich neuerdings immer Zeit habe. Ich gehe ins Aquarium. Das Aquarium ist nicht, was ich suche. Den Zoo könnte ich gebrauchen für Parallelismen. Der Affe Alja ist ungefähr so groß wie ich, hat aber breitere Schultern, einen Buckel und lange Arme.
Er wirkt nicht wie einer, der im Käfig sitzt. Trotz seines Fells und seiner plattgedrückten Nase sieht er für mich wie ein Häftling aus. Und der Käfig ist kein Käfig, sondern ein Gefängnis. Es ist ein doppelter Käfig, und zwischen den Gittern, wie war das gleich, geht da ein Wachtposten auf und ab? Dem Efferich, es ist ein Mann, ist den ganzen Tag langweilig. Um 3 bekommt er zu essen. Er isst von einem Teller. Anschließend geht er manchmal seiner öden Affenbeschäftigung nach. Bedauerlich und beschämend ist das. Man behandelt ihn wie einen Menschen und er ist so schamlos. In der übrigen Zeit klettert der Efferich im Käfig herum und schielt nach dem Publikum. Ich bezweifle, dass wir das Recht haben, diesen unseren entfernten Verwandten ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis festzuhalten. Wo bleibt sein Konsul? Bestimmt vermisst der Efferich seinen Wald. Die Menschen hält er für böse Geister. Den ganzen Tag langweilt der arme Ausländer sich in diesem inneren Zoo. Das will ich nochmal sagen, da haben wir eben wieder den Ausländer, ne? Den ganzen Tag langweilt der arme Ausländer sich in diesem inneren Zoo. Es erscheint nicht einmal eine eigene Zeitung für ihn. Diese Affen, deswegen war das jetzt ganz komisch vorzulesen, die Affen im zoologischen Garten hier, die sind wirklich Phänomene ab den 20er Jahren. Also ist jetzt irgendwie so nichtssagend gesagt. In der Literatur meinst du? Nicht nur in der Literatur, also die wurden in der aufkommenden Popularisierung dieses ganzen Rassismus-Drecks wurden die fotografiert und dann schwankt das so zwischen, ja, eben unsere lieben Verwandten oder vielleicht auch doch nicht, das ist so in 20er Jahren. Dann waren die Affen hier im Zoo, die waren sehr bekannt, also man findet noch online gerne bei Ansichtskartenhändlern, man findet Ansichtskarten von diesen Affen, und weil er hier sagt, der bekommt sein Essen auf dem Teller, ja, die sind dann eben auch so, haben Klamotten angezogen gekriegt und so wie so eine Puppenstube oder so, wo sie dann drin aufgetreten sind. Also das waren so sehr beachtete Figuren. Also die standen sehr im Zentrum. Das war nicht so hinten in der Ecke in seinem Käfig vegetiert da noch der Affe vor sich hin. Es ist irre, dieser Kontrast, ne, zwischen den Affen als freien Wesen, die über die Dächer klettern und sich an nichts halten müssen und sich auch nicht, sich weigern, sich an irgendwelche Regeln zu halten, und hier dem, der da im Gefängnis sitzt, der aber, das Gefängnis ist natürlich auch das Exil, also es erscheint noch nicht mal, es muss ja eigentlich für jeden Russen in Berlin eine eigene Zeitung erscheinen. Es gab wahnsinnig viele russische Zeitungen damals, also auch wieder so eine ironische Bemerkung. Ja. Aber dieses, da ist er so eingesperrt. Ja, und die Affen sind eben auch sozusagen zwangsemigriert worden, ja, natürlich. Ja. Ne? Und die meisten haben, wie ja, viele auch die Emigration, haben das auch nicht überlebt überhaupt, erstmal den Transport, um dann ein Star zu werden im Zoo. Vielleicht kannte Schklowski einen Affen im Zoo von Dresden, der einer der ersten war, der ein komplettes Haus hatte mit Möbeln und so weiter. Und da als Mensch leben musste, das muss man sich dann eben auch mal, es gab Affen, die mussten als Menschen leben, und auf eine Art, glaube ich, ist das eben auch eines der Themen, die wir hier vorgeführt kriegen. Wir haben sehr viele Themen jetzt auch schon angesprochen und berührt, und ich glaube, wir könnten noch 5-mal so lange darüber weiter sprechen und uns die tollsten Stellen vorlegen. Ich möchte nur kurz noch meiner unglaublichen Enttäuschung Ausdruck geben, dass sie ihn nicht erhört hat, denn also wenn mir ein Mann ein Buch vorlesen müsste, in dem unter anderem der Satz drin steht, ich muss das noch eben raussuchen, ich bin ja die reinste Sparbüchse für jedes deiner Worte, also ich meine, warum wollte sie ihn nicht heiraten, also man weiß es nicht, aber das hält eben die Spannung aufrecht.
Sie hat ja hinterher Louis Aragon. Ja, wie sehr, aber meine Güte. Ich würde auch sagen, Schlowski wäre schlechte Wahl. Ja, also ernsthaft. Gut, wie auch immer. Das können wir nachträglich nicht lösen, aber vielen Dank, dass Sie uns dabei zugehört haben, das zu besprechen und zu lesen, was wir besprochen und gelesen haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen. Bleiben Sie dem Literaturhaus hier treu. Und damit würden wir Sie zum Büchertisch entlassen, sage ich jetzt mal. Vielen Dank. Vielen Dank.